Frieden, innerer Frieden. Wir sehnen uns danach, innerlich im Frieden zu sein, in einem Zustand des sich sehr Wohlfühlens, des sich eins Fühlens, im inneren Frieden zu sein. Und wie können wir diesen inneren Frieden erfahren? Indem wir dorthin gehen, wo er ist, das heißt nach innen, indem wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, von der äußeren Welt zurückziehen und unsere Aufmerksamkeit nach innen richten. Wie können wir das tun? Eine sehr praktische Methode dafür ist die Meditation. In der Meditation schließen wir unsere Augen und ziehen unsere Sinne und Gedanken von der äußeren Welt zurück und richten unsere Gedanken nach innen, in die Tiefe unseres Herzens. Und in der Tiefe unseres Herzens können wir eine Herzensgüte erfahren. Diese Herzensgüte ist immer, immer in unserem Herzen. Und wenn wir diese Herzensgüte erfahren, fühlen wir in dieser Güte einen Frieden. Dieser Frieden ist immer in uns. Es ist unser innerer Frieden. Und so können wir ihn erfahren, indem wir nach innen gehen, in der Meditation. Dazu möchte ich dich einladen, den inneren Frieden zu finden und in ihm zu verweilen durch die Praxis der Meditation. Wir machen täglich so viele Dinge. Es ist weise, täglich sich Zeit zu nehmen, zu meditieren und zu uns zu kommen, in unserem inneren Frieden zu verweilen. Und je öfter wir das machen, desto mehr und mehr gründen wir uns im Leben in unserem inneren Frieden. Dann bleiben wir im inneren Frieden, auch wenn wir ganz aktiv in unserem Alltag sind, können wir durch meditative Praktiken in unserem inneren Frieden bleiben. Deswegen eine wunderbare Methode, im inneren Frieden zu bleiben, ist die Meditation.